Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Cobra ist in der Lackierkabine und sie sieht jetzt schon richtig stark aus. Die Streifen sind geklebt und jetzt geht's los an den Feinschliff. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Bis gleich. Die größte optische Transformation an der Cobra startet. Ich habe mich im letzten Video auf den Weg gemacht zum Lackflow auf Empfehlung von euch. Ich muss sagen, das war eine der besten Empfehlungen, die ihr mir je gegeben habt. Wir hatten im letzten Video nur die Ankunft. Wenn ihr generell noch keine Videos zu der Cobra gesehen habt, ich habe eine Playlist. Ja, schaut gerne mal rein. Da seht ihr, warum ich überhaupt dieses Auto gekauft habe und dieses Projekt gestartet habe. Ist ein besonderer, aber auch sehr trauriger Grund. Und in diesem Video gehen wir rein und lackieren die Cobra in meinen Wunschfarben, Traumfarben, wie auch immer. Jetzt geht's allerdings direkt an die Arbeit. Ich muss direkt mal ran. Es ist immer rabiat, das Vorgehen. Ich markiere die beschädigten Stellen immer mit dem Schleifpapier. Das heißt, überall, wo ein Schaden ist, kratze ich quasi richtig den Kreis rum. Und ja, mal sehen, ich denke mal, du kannst ja mal gucken, ob du alles findest. Einmal so, oder was? Ah ja, einmal, ja, genau, ein Kreis drum. Okay, einmal ein Kreis drum, ja. Dann ist das hier eine Beschädigung, weil das kommt weg. Das weiß ich auch nicht, warum das da drin ist, das Loch. Tatsächlich würde ich diese Löcher auch wegmachen, weil ich kriege andere Halter und ich weiß nicht, ob die Abstände genau gleich sind. Das heißt, dieses... Das kommt weg. Das kommt weg, ja. Das bleibt alles, weil da müssen ja die Lampen wieder rein. Ja, hier unten haben wir auf jeden Fall. Genau, das kommt auch weg. Das Ganze hier, dann, ja... Hier genauso. Ey, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, das fühlt sich gar nicht gut an, ne? Mit so einem Wie würdest du das jetzt angehen, so ein Loch hier verschließen? Lass uns mal mit dem hier anfangen, weil das finde ich schwieriger, weil da ja ist ja schon mal gefuscht worden. Also der erste Fehler, den man sieht. Ne? Also wir haben hier eine Rissstelle, die haben das von innen zwar geklebt. Ja, geklebt ist gut, guck da mal rein, wie das aussieht. Was halt durch die Vibration immer passieren kann, dass so ein Riss sich immer weiter fortsetzt. Mhm. Und damit man diese Spannung rausnimmt, dass er sich nicht weiter ausbreitet, bohrt man quasi an das Ende des Risses ein Loch. Ja, dann kann sich der Riss da an der Stelle nicht weiter ausdehnen. Mhm. Dann wird das Ganze quasi so keilförmig aufgefräst, großflächig angeschliffen. Und dann nehmen wir ein Harz und Fasermatten, laminieren das quasi zu. Und dann sind die weg. Ich habe aber noch was gefunden. Weil ich weiß nicht, was da saß. Im Zweifelsfall baue ich lieber die Löcher neu. Ja. Bevor da nachher Löcher sind, die wir eigentlich gar nicht haben. Bei mir geht es jetzt ja nicht auf dem Kanal hier um 100% Lackierarbeit, wie auch immer. Deswegen, wenn euch das wirklich komplett interessiert, wie man das macht, dann schaut ihr mal hier vorbei. Ja, wie gesagt, hier, YouTube da. Und dann seht ihr das auch detailliert. Heute machen wir dieses komplette Thema hier lackieren. Da können wir natürlich nicht jeden Schritt detailliert hier zeigen. Deswegen, die detaillierten Sachen gibt es da. Und den großen Überblick sehen wir hier. Merkst du, dass Lackieren weniger wird wegen Folieren? Nein. Nein. Wir haben das Thema häufig schon gehabt, auch mit Autos und warum wird der denn nicht foliert? Kein Mensch würde einen Oldtimer folieren. Sowas, was willst du hier mit Folie machen? Nein, Folie übers Loch kleben, das bringt nichts. Also ja, okay. Du musst, damit du überhaupt folieren kannst, brauchst du schon mal eine vernünftige Oberfläche. Eine Basis, das heißt, genau. Und am besten tatsächlich auch einen glatten Lack, dass man es wieder runterkriegt. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, schleifst, füllerst und dann die Folie auf dem geschliffenen Füller klebst, dann kriegst du das nicht mehr ab. Ich hatte mich das nämlich letztes Mal gefragt, ob Lackierer das so, ob denen das so ein bisschen sauer aufstößt, dass dieses Folieren so viel geworden ist und die Folien ja auch besser werden, muss man ja auch sagen. Ja. Und Folie hat auch seine Daseinsberechnung. Für mich ist das immer, was will ich? Weil wenn ich kaufe jetzt, was weiß ich, für eine halbe Million ein Rolls Royce und ich sage, ich habe keinen Bock auf Schwarz, ist mir zu langweilig. Mhm. Wenn ich das Auto auseinanderrupfe und lackiere, ist ja Quatsch, dann habe ich 100.000 Wertverlust. Mhm. Ja. Wenn ich da eine Folie drauf klebe, dann habe ich für die Zeit, wie ich das Auto fahren will, eine andere Farbe. Genau, ja, okay. Du hast sogar einen Schutz des Lackes, dafür ist es halt super. Ne? Also Arbeit ist genug da. Arbeit. Sehr gut. Farbe. Wir wollten nach Farbe. Ja, das sollen wir jetzt machen wahrscheinlich. Das machen wir jetzt. Ja, okay. Dafür müssen wir hoch. So, und das hier ist die Farbbank. Und das ist die Farbwand. Genau. Das ist der Computer. Genau. Wir haben im Computer quasi 15.000 Rezepturen, die wir ausmischen können mit unserer Mischbank. Und dazu diesen Farbkartenschrank mit tausenden Mustern. Da kannst du wirklich tagelang dir das schönste... Aber auch schöne Farbe, das die du gerade... geile Farben, die, ne? Die habe ich auch gerade gesehen. Boah, ja echt, ne? Ja. Wäre auch, muss ich auch sagen, wäre auch geil in grün. Aber weißt du, ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich satt sehe an einer Farbe. Ja. Wenn es eine Farbe ist an sich,
Grau so, ich hatte auch immer mal wieder graue Autos, fand ich eigentlich immer geil. Ja, ich versuche es oft die Kunden, wenn sie noch nicht wissen, welche Farbe wollen sie nehmen, wenn ich die an diese Wand stelle, die drehen ja durch. Mehr, du kannst da wirklich suchen und sagen, oh, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Deshalb habe ich auch zu dir gesagt, erfahrungsgemäß für mich das geilste Anthrazit, was aktuell auf dem Markt ist, ist Daytona Grau von Audi. Das ist zum Beispiel auf dem RS6 drauf. Viel Perlmuttanteil, das hat Metallflakes, Aluflakes und das funkelt so geil in der Sonne. Mhm. Und ich such dir jetzt die Karte dazu mal raus, ja, und dann kannst du dir das mal anschauen, weil auch nur Anthrazittöne, ne? Das sind hier, ja, ich habe das eben schon das gesehen, fängt hier das ist ja an, irre. Hier fängt das an, Anthrazit, 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 Anthrazit. Und da sind halt immer dann hier nochmal, keine Ahnung, 100 verschiedene drinne gefühlt, also. Und der, du denkst, ja, es ist ein Anthrazit und dann siehst du halt, das ist etwas bläulicher als das, das ist wieder grünlicher. Ja. Da hast du halt diese Abstufungen. Und wenn ich dir jetzt diese 10 Fächer Anthrazit hinschmeiße, ja, dann bin ich verloren. Ne? Dann bin ich verloren. Man muss da ja auch fairerweise sagen, bei diesen ganzen Farben, es gibt ja gar nicht die beste Farbe. So, das gibt's ja gar nicht. Nein. Weil die Cobra würde in so einem Rot geil aussehen. Die würde in so einem British Racing Green geil aussehen. In einem geilen Blau würde sie geil aussehen. Das heißt, die würde in ganz vielen Farben ja geil aussehen. Das ist ja, du musst dich jetzt aber halt für eine entscheiden. Ja. Und ich habe immer, wenn ich die Cobra gesehen habe, in diesem Grau gesehen, schon ganz früher, fand ich immer ultra geil. Ja. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich muss sie in dieser Farbe machen. Ich finde sie auch in Rot geil, ich finde sie auch in Blau geil. Ja. Und es gibt ganz viele Farben, wo ich sie gut finde. Aber ja, man muss sich jetzt halt für eine entscheiden. Und deswegen wird es jetzt die. Und ich finde es gut. Also du hast, was ich ja immer sage, wir machen ja nur Videos, wo es um Farbe geht. Mhm. Und du hast immer welche, die sagen, nein, warum die Farbe? Nein, warum die Farbe? Wenn du eine bunte Farbe nimmst, ist das noch krasser. Weil es gibt die Leute, die finden Rot total geil. Ja, gibt's ja und Fans, Leute, die hassen Rot. Ja. Ne? Und das ist so, ich finde, das Auto braucht gar keine knallige Farbe, weil das Auto, die Karosserieform wirkt ja schon durch sich. Schon so ein Aufträgen, hat die dicken Backen. Was willst du da jetzt noch eine Knallerfarbe drauf haben? Das Auto wird... Also ich bin voll bei dir, für mich ist das absolut so? Geile Farbe. Würdest du die auch? Also, finde ich interessant. Vor allem Daytona. Daytona für mich, habe ich ja schon gesagt, geilste Farbe. Ja, wir suchen jetzt mal hier im PC das raus. Hier haben wir jetzt den Ton eingegeben, Daytona Grau. Und er sagt uns jetzt, in welchem Fächer sich die Farbe befindet. 69, so. Ja. Kannst du mal so ein bisschen... Komm, wir gehen mal da hinten bei deinem anderen Licht hin. Tatsächlich bin mir gar nicht sicher, ob ich mal einen Audi in Daytona Grau hatte. Das ist halt geil. Ich würde jetzt mal gerne mal das Foto daneben halten für euch, damit ihr das mal vielleicht so ein bisschen... Ja, okay, das ist krass, weil das sieht 1:1 aus wie die Farbe. siehst du? Ja, okay. Bei mir ist halt noch das Geile, es ist nicht nur die Farbe, sondern, ich zeige euch das ja nochmal hier auf dem Handy, ich könnte es jetzt auch einblenden, aber ich kann es auch auf Oldschool einfach. Wir haben ja noch extrem viel mit bei. Wir haben hier noch das Schwarz, wir haben noch hier die Farbe, wo wir noch nicht genau wissen, was wir da für eine Farbe machen. Diesen Streifen da, den kleinen. Ja, das heißt, wir haben ja nicht nur ein graues Auto, sondern es ist ja extrem viel noch überall irgendwie dran. Ja, das sieht gut aus. Ja. Schön. Was man jetzt sehen kann, wir schleifen jetzt ja quasi die Schichten auf. Da haben wir hier den Gelcoat, dann haben wir einen Füller, Spritzspachtel, Spachtelmasse und dann kommt ein helles Blau. Ich kann das mal mit Silikonentferner zum Glänzen bringen. Und dann siehst du quasi jetzt, wenn du das Licht aufhältst, sieht man sehr gut, dass das ist dieses Knallblau, was oft dann mit den weißen Streifen zieht. Also war sie vorher? War sie schon mal in einer anderen Farbe. Okay, interessant. Ja, anderes Blau. Bis zu welchem Lack schleifen wir den runter oder gar nicht? Rauen wir den nur an? Wir rauen den nur an, weil der ist gut intakt, sagen wir mal, tragfähige Altbeschichtung. So, das ist jetzt hier alles Glasfasermatte. Reparaturharz. 4CR ist der Hersteller, ne? Genau, 4CR ist der Hersteller. Ja, mit dem arbeiten wir sehr eng zusammen. Ja, sieht man gar nicht. Und genau, gute Materialien. Und ja, wir haben jetzt ein Harz, beziehungsweise wir haben ein Harz. Ja. Das ist ein Zwei-Komponenten-Material, Polyesterharz und Glasfasermatten. Damit können wir die ganze Fläche verstärken. Das ist im Grunde, besteht daraus das ganze Auto. Ne? Normal hast du eine Gussform. Da kommt ein Gelcoat rein, da kommt Reparaturharz oder ein Harz mit Glasfasermatten, das härtet aus und dann hast du den Körper. Auf der Innenseite siehst du das auch mal. Ja, das ist raue Glasgewebe. Ne?
Ja, und das schneide ich jetzt in kleine Vierecke. Dann pinselst du das einfach ein und genau. Dann wird das hart und ja, das war's gewesen. Nee, ist das nicht. Okay. Kein Hexenwerk. Das ist echt kein Hexenwerk. Nee. Ne? Das Harz ist durchgerührt. Jetzt werde ich das mit dem Pinsel von hinten erstmal einstreichen, dann die Dinger reinkleben und ich muss jetzt Gas geben, weil der fängt nämlich an anzuziehen. Wie schnell zieht der an? Ja, 10 Minuten würde ich sagen, aber Zeit. Jetzt streiche ich das erstmal schön ein hier und dann nehme ich die Pads. Die Handschuhe kannst du aber wegschmeißen danach, oder? Die kannst du direkt wegschmeißen. Jetzt kriegen die auch nochmal schön hart. Jetzt habe ich das von innen schon mal verstärkt. Jetzt siehst du hier auch schon die Matte. Das Loch ist quasi eigentlich schon zu. Jetzt streichen wir das hier von außen nochmal schön ein. Und dann kann ich, weil ich darf jetzt natürlich hier kein so ein fettes Viereck draufkleben. Die kann man so auseinanderziehen. Und jetzt lege ich hier Fasern rein. Das schön verstärken. Wieder hart. Das ist so richtig schöner Schmierkram, ne? So, ich habe jetzt hier gerade die Bruchstellen, wo die Batterie quasi gegengeschlagen ist von innen, mal so aufgefräst. Ah, hier sehe ich, da muss ich noch ein Stück weiter fräsen. Hier, ich habe schon was gemacht. Sehr schön. Hast du kleine Seesterne gebastelt? Das ist jetzt hier soweit fertig hinten. Das haben wir jetzt noch mal ein bisschen weiter runtergeschliffen, bis wirklich zum GFK. Der letzte Rest Riss weg ist. Hier ist jetzt zu, die Löcher, die sind alle zu. Und jetzt geht's an die Alu-Hutflügel-Schutzbleche. Genau, also das Harz muss jetzt sowieso trocknen. Und in der Zeit können wir die Alu-Teile, man sieht halt, dass die richtig zerschossen sind vom Steinschlag. Die schleifen wir jetzt einmal. Wir werden ja nachher alles das, was gespachtelt ist, also die geschlossenen Löcher etc. füllern. Und jetzt werden wir das hier auch schon mal vorbehandeln, glatt schleifen. Primern, weil da muss ein spezieller Primer drauf, damit wir eine Haftung auf dem Aluminium haben und Korrosionsschutz. Und die werden wir dann nachher mitfüllern. Das heißt, die schleifen wir jetzt in der Zeit schon mal glatt. Primern, füllern, genau wie hinten füllern wir und dann können wir morgen alles schleifen. Freunde, der Flo hat eine Nachtschicht gemacht. Es ist ein neuer Tag heute. Ja, ich war gestern noch bei Freunden in Hamburg. Wir hatten uns da verabredet. Deswegen bin ich etwas früher um, weiß nicht, 17:30 Uhr aus abgeholt. Also auch nicht früh. Auch nicht früh, aber dann war nämlich noch ein Motorenzimmer hier, die haben noch ein Auto abgeholt, die haben dann noch alle Teile eingeladen und dann, ja, dann, wie, wann hätten wir weitermachen können? Spät. Ja, ne? Ich glaube um 19 Uhr. Ja, ja, dachte ich mir schon. Deswegen habe ich mich dann verabschiedet. Ja. Aber hier ist nochmal richtig viel passiert. Glatt geschliffen und jetzt gefüllert. Der Füller ist quasi ja, eine Grundierung, eine Dickschichtgrundierung, womit wir auch nochmal kleine Spachtelporen füllen können, deshalb füllen leer. Und ja, jetzt sieht das schon wieder voll geil. Form aus. Hammer. Die Löcher sind weg. Da sind hier noch die Aluwangen, die haben wir geprimert und gefüllert, ja. Weil die sollen ja auch nicht mehr Chromglanz haben. Und die Ecke, die haben wir auch geglättet. Ja, wenn man so guckt, sieht man es noch, wo es war. Genau, ne? Das rendert so ein bisschen. Das schleift man jetzt nochmal alles glatt. Wir schleifen jetzt alles, also das ganze Auto wird jetzt komplett durchgeschliffen, glatt geschliffen. Da werden wir auch ein paar Stündchen dran verbringen. Ist das so, ne? Ja. So sieht das nachher aus, ne? Dieses weiße, die weiße Klarlackschicht wird noch glatt geschliffen. So, Freunde, mal kleiner Zwischenstand, weil es sind einige Stunden vergangen. Das Auto ist fertig, oder? Oder machst du es? Ich bin jetzt wirklich so in den letzten Zügen. Ich habe den schon mal so ein bisschen entstaubt, ganz fein nachgeschliffen bis 800er Körnung. Ja. Und jetzt gucke ich immer. Hier zum Beispiel noch so ein paar Schleifriefen. Das muss halt auch alles noch weg. Nimmt das nicht der Lack oder Klarlack weg? Ein empfindlicher Metallic-Farbton. Und da muss man vorarbeiten. Da muss man sehr genau vorarbeiten, weil du kannst in diesem Metallic, das sind ja wirklich geraspelte Alu-Flakes, wenn die sich in so eine Schleifriefe setzen, du kannst das sehen. Okay. Ja, weil ich habe zum Beispiel, also ich habe tatsächlich Discount komplett selber gemacht, die Türen komplett selber gemacht, eigentlich alle Sachen gemacht, die richtig scheiße waren mit diesem ganzen Kleber da drauf. Dieser Kleber, ja, das war's halt. Arbeit. Ja, ist wirklich so, oder? Das ist doch genau das, was der Lehrling dabei macht, ne? Jetzt bin ich gerade hierbei, das ist auch richtig beschissen. Das ist Teppich, also es ist kein Schaumstoff, das ist total fest noch.
Und dann habe ich die Motorhaube eben, wo die jetzt schon quasi fertig geschliffen war, einmal andersrum hier draufgelegt. Habe ich natürlich direkt Anschiss gekriegt, weil man das nicht machen kann, weil hier kommen dann Kratzer rein. Man sieht die Kratzer sogar, aber ich dachte, das nimmt, geht der Lack weg. So, das nimmt der Lack, weil der klar lag und dann polierst du das ja und weißt du... Ja. So ein Heizkörperlack, der wird das wegschlucken, aber kein Persona-Effekt Metallic. Okay, perfekt, ja. Ja, so, ich werde jetzt nochmal die nächsten 3,5 Stunden hier den Teppich entfernen. Aber wir sind in der Zeit, oder? Wir sind gut in der Zeit. Ne? Morgen wird lackiert. Ja. Morgen wird tatsächlich schon lackiert. Das heißt, morgen sieht man auch das fertige Ergebnis, oder? Also für euch heute, aber für uns morgen halt. Ja. Also so wie es dann nachher aussieht, nur halt noch nicht poliert. Ja. Ist das ein krasser Unterschied nochmal? Nee, oder doch? Kommt drauf an. Wir sind natürlich, wenn wir in der Kabine sind und Streifen kleben, da rumwirbeln, arbeiten, du kannst das auch noch mal Staub machen. Du wirst immer Staubeinschlüsse haben. Okay, je mehr man macht, desto mehr Staub hast du. Wenn du jetzt nur eine Farbe lackieren würdest, dann geht's besser. Geht's, aber das kriegst du halt mit Polieren weg und findest dann auch nicht schlimm, weil je mehr poliert wird, desto schöner wird es. Mhm. Wir wollen ja dann, das zeigen wir später. Das machen wir später. Ich mache jetzt hier erstmal wieder die Arbeit, die für die Lehrlinge oder wie ich immer gerne sage, für den, der Mutter und Vater totgeschlagen hat. So, Freunde des gepflegten Lackiersports. Das Auto ist fertig vorbereitet zum Lackieren, außer Abkleben. So, Abkleben kommt noch, aber ansonsten ist es jetzt komplett geschliffen, abgeputzt. Aber wir müssen es trotzdem nochmal abputzen, glaube ich, ne? Ja, noch zweimal. Ja? Ja, damit wir uns wirklich nichts sagen lassen können, habe ich diese komplette Kofferraumhaube, wollte ich gerade sagen, Kofferraumdeckel, habe ich den nochmal komplett geschliffen. Ich zeige euch das mal so gerade, damit da auch keine Reste sind von dem Kleber, ja. Weil wir wollen uns ja nicht nachher sagen lassen, hier, macht das mal richtig. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe mir wirklich heute Mühe gegeben bei diesen Schleifen, auch bei der Motorhaube, diese innen drin und so. Also meist bin ich so, muss ich auch ehrlich sagen, bei solchen Sachen, die man nicht sieht, weil ich weiß ja, das verschwindet wieder hinter einem Teppich. Das ist völlig scheißegal. Und wenn wir das nicht lackieren, ist völlig egal. Meist bin ich dann so, naja, komm, mach das mal schnell irgendwie. Aber irgendwie heute hatte ich so ein bisschen diesen Drang, dass es ordentlich wird. Irgendwer hat gesagt, mach es nicht. Ja, irgendwer saß auf der Schulter hier, sagte, mach es nicht. Ja, und der da hat auch noch gedrückt und gesagt, wir müssen das ordentlich machen. Das muss alles ordentlich, das muss alles perfekt werden. Kleben wir mal noch ein bisschen hier ab. Ich habe auch schon abgeklebt, ne? Das Ding ist immer, die Leute sagen immer, ja Tom, du machst ja gar nichts. Der war fleißig. Oder? Sag mal jetzt. Ich kann das bezeugen, wirklich. Der hat geschliffen, gemacht, getan. So. Praktikantenarbeit, die keiner machen will. So richtige Scheiße habe ich gemacht. Klebereste abgekratzt und alles. Muss ich echt sagen. Also, ja, also, guck mal. Kann nichts Negatives sagen, nicht meckern. Ja, weil die Leute sagen immer, ja, du machst nichts. Ja, ist ja klar, weil in dem Moment, wenn ich filme, kann ich ja auch in der Regel nichts machen. Morgen geht's in die Kabine, da werde ich wohl nichts machen, denke ich. Da werde ich nur daneben stehen. Kannst du auch machen. Ja, vielleicht ein bisschen Basislack mal, ein bisschen. Ja, so eine Stelle, die man nicht sieht oder so. Genau. Lackieren wir vielleicht nochmal von unten das Auto, das mache ich dann. Ja. So, das Fahrzeug ist hier vollständig verklebt, abgeklebt. Ah. Sehr ordentlich gemacht hier. Von mir natürlich alles gemacht. Er hat wieder nichts gemacht. Ich habe wieder alles hier gemacht. Bis jetzt gerade war ich kein schlimmer Kunde. Aber jetzt gerade hat sich das leider mit einer Sache verändert. Wir brauchen alle nicht mehr mit Tom. Warum? Was ist denn jetzt los? Jetzt ist das Auto in der Kabine. Ne, das Emblem vorne. Also. Ja, aber die haben alle kein Emblem. Die haben alle vorne kein Emblem. Und ich denke mir so, scheiße, nachher sind da Löcher drin und das sieht kacke aus mit dem Emblem. So kann ich gucken, ob es gut aussieht. Dann kann ich im Zweifelsfall die Löcher neu reinbohren, bevor ich im Nachhinein da stehe und sage so, scheiße. Ach, Katzi, na? Na? Nee, du, heute komme ich nicht nach Hause. Ich muss ganz dringend weg. Das fertige Auto! Ja, Leute, das Ding ist, ich gucke mir die ganze Zeit Fotos von den Dingern an, wegen Streifenbreite und so. Und dann fällt mir jetzt, wo wir komplett fertig sind, auf einmal auf, Alter, fuck, da ist gar kein Emblem bei den ganzen Autos drauf. Und ich will mir die Option lieber frei halten, ob ich eins draufkleben kann oder nicht. Weil so, zwei Löcher da gerade reinbohren wieder, das kriege ich hin. Aber zwei Löcher zumachen, wenn fertig lackiert, kriege ich nicht hin. Es tut mir leid, Flo, wenn du das siehst im Nachhinein, es tut mir leid. Und ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert, Alter. Ich kann ihn nicht fragen, ob wir das zumachen. Aber andersrum dachte ich, ich würde mich so tot ärgern, wenn wir es nicht zumachen und es nachher dann kacke aussieht mit Emblem. Deswegen, Kuss geht raus. Bitte alle jetzt mal Lackflo abonnieren. Komm hier. So wird das geschrieben bei YouTube. Zeigt mal richtig, was wir können. Abonniert mal alle Lackflo, kostet euch ja nichts. Geht ihr mal gleich rein. Nach dem Video natürlich erstmal zu Ende gucken, ne? Ergebnis gucken. Dann geht ihr alle rein. Abonniert jetzt mal den Kanal da ganz fleißig. Kommentiert mal mit Danke, dass du das Emblem weggemacht hast. Wir sind soweit. Lackieranzug ist an. Passt zur Autofarbe noch. Auch hier mit Rallye-Streifen.
Ja, es ist alles fertig. Es war sau viel Arbeit. Ja, und jetzt gleich geht's ans Lackieren. Die Teile sind alle richtig schön hier aufgehängt. Das heißt, die kann man alle drehen und wenden, wie man will. Außer jetzt natürlich die Karosse. Klar, die steht aber auf Rollbrettern. Die kann man rollen, aber das ist hier alles schön eingehakt. Also das Lackieren ist so die eine Sache beim Lackieren. 10% vielleicht. Vorarbeit ist das A und O. Wenn du es nicht ordentlich vorarbeitest, dann kann das Ergebnis nur scheiße werden. Oder? Beim Lackieren? Ja. Ja, könntest du auch, weil beim Lackieren ist ja wirklich die Vorarbeit das A und O. Wenn du es nicht richtig vorarbeitest, dann kann das Ergebnis nur scheiße werden. Lackieren ist ein undankbarer Job, weil alles, was du falsch machst, ist fatal. Ja, ja. Arbeitest du schlecht vor, sieht scheiße aus. Lackierst du schlecht, sieht scheiße aus. Polierst du falsch, das heißt, du polierst eine Kante durch, fängst du auch wieder von vorne an. Ja, also es ist jeder krass, es Prozess ist krass. Muss sitzen. Natürlich, wenn im Klarlack irgendwie fehlstellt, dann kannst du viel polieren, das ist nicht so schlimm. Aber generell, polieren, ne? Es muss gut abgeklebt werden, es muss gut geschliffen werden. Es ist, ja, es ist schon echt heavy. Also im Automobilbereich, so vom Handwerkszeug, ist es schon weit oben. Ne? Erklär kurz einmal, wie machen wir es jetzt? Also einmal kurz die Schritte. Nicht ganz detailliert, das können wir gleich nochmal machen, aber jetzt. Wir haben jetzt nochmal alles gereinigt. Mit Silikonentferner, nochmal mit Alkoholreiniger, wirklich um alles von Öle, Fette, Salze, Mineralien, alles von der Oberfläche. Also der ist jetzt richtig sauber. Wir haben das Drei-Mann-Prinzip auch angewandt. Ja. Ich hab's einmal gemacht, du hast es einmal gemacht und Sebastian hat es jetzt gerade auch das ganze Auto nochmal gemacht. Ich mach das nochmal, genau. So, und dann ein sogenanntes Staubbindetuch oder manche sagen auch Honigtuch dazu. Das ist jetzt so ein Wave-Tuch. Das ist leicht klebrig, fass mal an. Ja. Ja, man merkt halt, das fühlt an, ob das in so einem Harz gelegen hätte. Genau, eben. Und mit wenig Druck, weil man will natürlich dieses Schmierige jetzt nicht auf die Oberfläche bringen, sondern man nimmt damit nur ganz feine Staub runter von der Oberfläche. Was noch drauf ist, also eigentlich dürfte nichts mehr drauf sein. Kann nicht mehr viel drauf sein. Trotzdem ist halt wichtig, Basti hat eben schon gepustet, nochmal alle Ecken, alle Löcher, alles ordentlich abgepustet. Ja. Jetzt nochmal den letzten Staub runterwischen. Dann geht's los. Erster Gang Basislack, dünn auftragen, Deckschicht hinterher. Deckschicht heißt den gleichen Lack nochmal, aber halt, dass es dann blickdicht ist. Genau, wir tragen einen dünnen Gang auf, dann ist er halt, du siehst den Untergrund noch leicht durch, dann decken den Gang hinterher, dann trocknet das Ganze und dann gibt es einen sogenannten Effektgang. Das heißt, ein bisschen den Abstand vergrößern, den Druck ein bisschen verändern und dann nebelt man das Pigment nochmal auf die Oberfläche, dass du einen richtig schönen gleichmäßigen Effekt hast. Gerade bei Anthrazit, bei Silbertönen, wenn man das nicht vernünftig macht, dann kannst du halt Wolken haben. Wolkenbildung haben viele bestimmt schon mal gesehen, dass es so scheckig aussieht. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Dafür ist halt dieser Effektgang wichtig. Abtrocknen lassen. Abtrocknen dauert wie lange? 5 bis 10 Minuten. 5 bis 10 Minuten. Beim Effektgang. Also sonst 10 bis 15 Minuten bei der Deckschicht. Und dann müssen wir messen, gucken. Wir müssen die Punkte nehmen, die schon vorgegeben sind. Das heißt, wir am Heckdeckel haben wir die Schlossbohrung mittig. Es ist halt nie garantiert, dass eine GFK-Karosse 100%ig ist. Hier ist gar nichts gleich, da glaube ich auch nicht. Das heißt, wir müssen markante Punkte nehmen, da muss es sitzen, es muss optisch gerade sein, das ist das Wichtigste. Ja, klar. Dass manchmal das Gemessene sieht trotzdem schief aus, das ist tatsächlich so. Ja, glaube ich. Ja. Und dann, wenn wir die Streifen drauf haben, dann gibt es Klarlack. Klarlack und dann kurz vorne lassen und nochmal Klarlack. Genau. Und dann dick und schön. Genau, dass wir die Streifen halt nicht so als extrem als schöne Wirbeln. Ja, los, dann lass aber den Lack angucken. Jetzt gibt's Lack, Leute. Dann siehst du halt, da ist ein richtig schönes Cyrillic-Pigment drin. Das sieht jetzt schon geil aus. Das glitzert schön. Ich werde jetzt eine Runde lackieren, richtig? Richtig. Worauf muss ich achten? Im Endeffekt, Funktion Lackierpistole. Du hast Vorluft, das heißt, ich ziehe hier. Da kommt nur Luft. Ja. Wenn ich jetzt weiter ziehe, dann kommt Farbe. Siehst du? Ja, sehe ich. Ja? So, jetzt ist es wichtig, dass alles getroffen wird. Das heißt, man macht sich ein System. Bauteil für Bauteil. Ich fange zum Beispiel jetzt mit den Ecken und Kanten an. Das heißt, wenn ich jetzt sage Seitenwand, Radlauf, Innenkante, Flächen, Seitenflächen, Innenflächen, dass man das alles trifft, kommt von oben Frischluft und nach unten hin wird weggezogen. Ja. Das heißt, wenn ich unten anfange, legt sich der Nebel in den nassen Lack rein, verschwindet. Fange ich hier oben an, dann zieht der Nebel runter auf die Fläche und versandet. Dann kriege ich eine raue Oberfläche. Ja. Dann kann ich erst die Flächen lackieren und dann die Kanten. Oder andersrum, spielt eigentlich keine Rolle. Ich finde es immer schöner, erst die Kanten und dann die Oberflächen.
weil dann ziehst du in einem Rutsch die Sichtflächen durch. Finde ich immer ein bisschen schöner. Abstand sagt man immer so ungefähr den hier. So nah? Ja. Ist wichtig, dass du nicht irgendwo mitten in der Fläche anhältst oder voll durchziehst, sondern erst mit Vorsicht aus der Bewegung raus, dann den Bügel ziehen. Weil sonst kann es halt passieren, dass du richtig viel Material auf eine Stelle bringst und dann läuft es halt runter. Stimmt. Ich mache jetzt mal die eine Seite ran und du machst dann die andere Seite. Okay. Erster Gang muss gar nicht deckend sein, sondern es ist einfach nur ein Vorweglackieren. Die Maske hoch. Ja. Ich muss nur gerade überlegen. Es ist aufregend. So? Das ganze Auto machen müsste. Ich würde jetzt schon ein Liter habe ich schon ausgespannt. Hier, ich gebe dir das lieber, du kannst das besser. So, das habe ich gemacht. Das ist meine Stelle. Nachher wird man die sehen. Jetzt macht Basti, ja? Der kann das nämlich. Jetzt kommt der es kann, der macht das jetzt und fertig. Jetzt quasi die erste Schicht drauf. Das heißt, man sieht an einigen Stellen noch den Untergrund so ein bisschen. Ne? Ja, nur eine dünne Schicht. Eine dünne Schicht erstmal drauf. Ja, jetzt geht's gleich weiter. Basislack ist drauf und jetzt kommen die Teile drauf, weil wir die Streifen ziehen müssen und wir natürlich das Ganze, ja ich sag mal, zueinander fluchtend machen müssen. Ja, Motorhaube drauf, nicht wundern, ist jetzt matt, kommt natürlich Klarlack drauf, dann wird das Ganze eben glänzend. Jetzt ist es so leichte Seidenmatt, auch ein geiler Farbton, aber würde ich nicht lackieren, würde ich dann tatsächlich eher als Folie nehmen, weil matte Folien gibt es ja ganz gute schon mittlerweile. Ja. Und da wäre es jetzt ein bisschen schade, das jetzt als Lack zu nehmen. Macht euch das Spaß oder ist das? Wir lieben kreative Arbeit. Ich habe früher 6 Jahre Betriebsleiter gemacht im Betrieb, der nur für Autohäuser und Versicherungen etc. gearbeitet hat. Ich hatte keinen Bock mehr auf meinen Beruf. Ich wollte es nicht mehr machen. Das sind halt die Sachen, die mir Spaß bringen. Ja. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen kaum Versicherungen etc. Jetzt macht mir der Job wieder richtig Spaß. So die Peilung mache. Ja. Unsere Augen können uns nicht täuschen, oder? So, jetzt wird hier das Konturklebeband geklebt. Das ist nachher bleibt grau. Das bleibt grau, genau. Blaue Kante, blau. Das ist schwarz. Wir nehmen quasi hier an, kleben den 6 mm Streifen rein. Ja. Dann spritzen wir schwarz und dann ziehen wir alles ab. Gut. Wir drücken das alles nochmal schön mit den Fingernägeln fest. Aber es kann immer sein, dass irgendwo etwas unterläuft, unternebelt. Und du kriegst dann halt eine feine Kante, wo es nicht schön aussieht. Das heißt, als erstes nebeln wir jetzt nochmal mit dem Grau vor, damit das, was unterziehen würde, grau ist. Und dann gehen wir mit Weiß über. Und dann haben wir ein perfektes Ergebnis. Du bist schlau im Kopf drin. Wir haben es übrigens später, deswegen immer später wird's und dann redet man auch öfter mal Scheiße. Müde kommt blöd. Ne? Ja, nach müde kommt blöd, aber es ist auch gar nicht so spät. So Freunde, es ist langsam echt spät, wir haben es jetzt 22 Uhr und die schwarzen Streifen sind drauf, eben erst weiß angenebelt, dann abgeklebt, wieder jetzt die schwarzen Streifen hat. Also Streifen sind krass aufwendig,
Hatte ich so nicht auf dem Schirm, wie aufwendig Streifen sind, aber sehr, kann ich euch sagen, sehr aufwendig. Ja, jetzt ist also hier alles schwarz, ist einfach schwarzer Lack. Da kommt jetzt gleich Klarlack über das ganze Auto, aber vorher müssen wir natürlich erstmal die ganze Folie jetzt überall abziehen. Das ist auch ein akkurater Strich, oder? Ich stehe hier gerade und das Auto ist entfoliert, aber noch nicht geklarlackt. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich stehe gerade davor und denke mir so, fuck, das ist echt, das ist meins, ne? Das ist meins und das wird so geil. Kommt schon fast die Tränen in den Augen, Mann, ohne Scheiß. Also wirklich richtig krass. Also ich, eben habe ich so gesehen und dachte so, boah, fett. Und stehe ich hier schon länger und stehe hier vor und guck's mir an und denke mir so, krass, einfach krass. Dankeschön. Danke auch noch an euch, dass ihr das auch möglich macht, weil man muss einfach auch ehrlich sagen, dass ich hier bei Flo nicht den vollen Preis bezahle für eine Lackierung. Ist es den meisten, denke ich mal, klar. Ist für ihn gute Werbung, bringt mir also was, bringt ihm was. Und ja, einfach Dankbarkeit, dass es so geht, weil sonst könnte ich dieses Projekt halt auch niemals so durchziehen. Das auch ganz alle anderen, auch Marius vom Pulvern und wie gesagt Marvin, der mir immer hilft. Ja, oder natürlich auch an Vincent, aber auch an alle, die irgendwie dabei waren. Also ohne die ganzen Leute würde ich das halt niemals schaffen und wäre niemals an dem Punkt, wo ich jetzt bin, da hätte ich das Auto nicht mehr auseinandergebaut, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und dafür ganz großes, dickes Dankeschön. Ich werde es euch morgen früh zeigen, wenn es poliert und fertig ist. Und ja, da springen wir jetzt hin. Warte, ich drehe euch um, bringe euch auf den Lack und mache den Special Effekt des Jahres. Tada! Ja, Freunde, da ist es fertig. Ich habe es jetzt schon viele Stunden gesehen, weil wir nicht, die beiden tatsächlich am Schleifen, Polieren waren jetzt. Aber ich muss sagen, es ist wirklich jedes Mal, wenn man wieder mal rausgeht und man kommt wieder rein, krass. Also echt richtig, richtig stark. Mega, mega geil sieht das aus. Ja, ich meine, also, du hast die Farbe ja ausgesucht. Na, das Design hast du ja ausgesucht. Aber die Farbe hast du ausgesucht. Ja, das Daytona, das Daytona habe ich ausgesucht, weil ich ja schon wusste, dass mich das jedes Mal so flasht. Mhm. Wenn ich das lackiert habe und das poliert und abgewischt, dann sage ich immer, geil. Also das ist genau heute wieder so. Geil. Das Ding ist, Basti steht auch da und grinst und sagt, perfekt, richtig gut. Ich hätte nie gedacht, ich habe auch gedacht, die weißen Streifen, das passt nicht, aber das passt. Passt perfekt, oder? Hundertprozentig. Leider muss man ja sagen, auf Video, auf Kamera, es kommt ja wieder nicht so rüber wie in echt, ne? Nee, ich weiß nicht, wie gut du das eingefangen hast. Doch, ich habe das mit dem Handy gemacht, ich kann das einblenden. Gerade diesen Teil hier habe ich sehr geil drauf auf dem Handy. Wirklich, also das sieht man schon sehr, sehr geil. Also, dass die Pigmente auch quasi die gleichen sind. Auf Kamera weht es nicht, aber ich habe es mit dem Handy, da sieht man es echt gut. Weil gerade hier im Spiegellicht von der Halle, ja, und so sieht das jetzt hier aus, ne? Das sieht schon richtig gut. Ja. Da bin ich schon sehr, sehr zufrieden mit. Und euch sage ich vielen, 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 vielen Dank. Gestern bis 1 Uhr oder heute eigentlich? Ja. Heute bis 1 Uhr, heute Morgen. Auch vielen Dank für deinen Einsatz. Wie gesagt, wenn ihr noch detaillierter die ganzen Arbeiten sehen wollt, dann schaut dort vorbei. Da könnt ihr vorbeischauen. Hier steht eigentlich überall, also egal, wo man hier filmt. Ist hier eigentlich relativ egal. Man kann hier nicht so gut dran vorbeifilmen. Nee, deswegen. Verladen wir das jetzt mal sicher. Ich habe es mir jetzt so gedacht, ich habe die Karosse jetzt komplett festgeschraubt mit Spacks. Man sieht die gar nicht, die sind überall drunter. Und dann habe ich zusätzlich nochmal hier oben so eine Klemmung drüber gemacht, damit das Ganze nicht wackelt in sich. Das ist jetzt quasi einfach nur geklemmt, da ist also Luft da unten. Und das ist jetzt auch fest, also da passiert nichts. Nicht dran wackeln, weil ich den Kofferraum decke, weil das liegt jetzt ja alles quasi nur drauf. Das müssen wir jetzt wieder runter machen, muss ich gut verstauen. Alles in allem, hast du einen Überblick, wie lange haben wir gebraucht jetzt? Also erstmal, wir haben es nicht gestern poliert, lackiert, sondern auch heute Morgen. Heute Morgen, ja, stimmt. Ja, wir haben... Was haben wir gebraucht? Ich sag 80 Stunden oder so. 80 Mannstunden? Ja. Ja. Ja, also das könnte auf jeden Fall... Ja, doch. Guck mal, Dienstag haben wir beide dran gearbeitet. Ja. Mittwoch... Haben wir auch. Dann habe ich Mittwoch auch lange gearbeitet. Gut, aber stimmt, aber wir haben natürlich auch gerade Mittwoch
Und wo auch wo im Motorenzimmer hier war, haben wir auch das stimmt, zwei, ja. drei, vier Stunden einfach gar nichts gemacht. So, auch morgens haben wir ja manchmal erst um 10, 11 angefangen. Ne? Also gab ja, ja diese ja, Tage. Stimmt, es gab ja. ja diese Tage. Aber gestern waren wir mit drei Mann dabei. Ja. Von morgens um 9 haben wir zu zweit angefangen, haben die Teile aufgebaut, sauber gemacht. Ja. Dann um 14 Uhr in die Kabine bis 1 Uhr morgens zu dritt. Es geht schon Zeit ins Land. Es ist viel aufwendiger, als ich dachte. Aber das Ergebnis ist auch viel geiler, als ich dachte. Also gerade dieser Lackeffekt, wie gesagt, es kommt auf Kamera nicht sogar rüber. Ich hoffe, es wirkt auf den Handyaufnahmen, weil die echt ganz gut geworden sind, finde ich. Ja, auch die Streifen haben wir echt gut hingekriegt, ne? Muss man ja sagen, weil es ist halt nicht so einfach gewesen, weil wir mussten hier die Mitte nehmen, weil da das Zeichen nachher ist. Das war aber gar nicht genau die Mitte vom Auto und das dürfte natürlich auch nicht nachher eine Kurve werden. Und ja, das ist schon gut geworden. Ja, ich will es nicht in die Länge ziehen, Leute. Danke fürs Zusehen, gerne beide Kanäle abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wir nicht. Ja, auch nicht, aber macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao, ciao.